Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man mit dem Tool Whereby digitale Sprechzeiten abhalten kann. Whereby ist ein Dienst, der sich hier unter whereby.com aufrufen lässt. Man muss sich ein Konto anlegen, das habe ich schon gemacht, Simon Meyer-Fierker hier, und man kann dann in der Basisversion einen digitalen Raum eröffnen, den ich angewandte Linguistik genannt habe. Und es ist jetzt also mittwochs 13.30 Uhr und ich betrete mein digitales Büro und kann jetzt hier Studierende für meine digitale Sprechzeit empfangen. Das Schöne ist, dass wir hier sozusagen einen Raum haben, wo jeder vorbeikommen kann, der diesen Link hat. Allerdings stolpert man da nicht einfach rein als Besucher, denn es gibt hier oben diese Möglichkeit, die für mich als Dozent extrem praktisch ist, dass ich den Raum sozusagen abschließen kann. Das heißt, jemand, der dazukommt, der muss erstmal anklopfen und dann kann ich ihn dann, wenn ich gerade in einem anderen Gespräch bin, warten lassen, und wenn ich soweit bin, kann ich ihn dann eben zu mir reinbitten. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, dass man wirklich seine regulären Sprechzeiten nach wie vor beibehalten kann, ohne dass man sich dann einzeln mit Studierenden für Skype-Konferenzen oder was auch immer verabreden muss, man eben tatsächlich nur unter vier Augen sozusagen sprechen kann. Und man kann dann hier eben sein Kamerabild übertragen, das können die anderen auch, mit Ton. Und es gibt eine sehr praktische Möglichkeit, nämlich ich kann meinen Screen hier sharen. Und zwar kann ich meinen kompletten Bildschirm entweder sharen oder auch einzelne Fenster. Und stellen wir uns mal vor, ich habe Studierende gebeten, wie ich das zu tun pflege, wenn sie Seminararbeiten oder Abschlussarbeiten schreiben wollen, vorab hier so ein Formular auszufüllen, so ein Exposé. Das können Sie mir dann vorher per Mail zuschicken. Hier sind dann überall ausgefüllte Punkte und das möchte ich jetzt mit den Studierenden besprechen. Und dann kann ich nun hier auf Share gehen und kann genau das Fenster hier teilen. Darüber schieben, ne? Und dann kann ich jetzt dann hier einzeln durchgehen und kann sagen, ja, hier das Thema ist noch ein bisschen zu weit gefasst, oder hier die Fragestellungen, die Sie hier, die Ausgangshypothesen, die sind zu schwammig, oder man kann sagen, ich würde Ihnen empfehlen, hier beim Untersuchungsmaterial noch ein bisschen spezifischer zu werden, und so kann man eben wirklich im Detail am Text sehr schön erklären. Ich habe auch die Möglichkeit, ich mache das mal wieder zu, auch die Möglichkeit, digitale Tools vorzuführen, wenn jemand Probleme hat, zum Beispiel mit dem Corpus-Tool, was ich verwende, muss ich hier mal eben ein bisschen anpassen. So, ne, dann kann ich jetzt hier vorführen und kann sagen, hier. Und kann dann eben die digitalen Tools, die ich selber in der Forschung noch im Unterricht verwende, dann für Studierende live aufführen. Ganz genauso, wie man es eben in der Sprechzeit selbst auch machen würde. Ich glaube, das ist ein nützliches Tool, was ich allen empfehlen würde. Man kann eben, wie gesagt, das ist für mich der entscheidende Vorteil, seine regulären Sprechzeiten beibehalten. Studierende müssen dann halt gegebenenfalls ein paar Minuten warten. Und man kann vielleicht auch sagen, dass man nach den Lehrveranstaltungen sich noch für, keine Ahnung, für noch 10 Minuten in diesem Raum einfindet, dass noch ganz dringende Fragen direkt besprochen werden können. Probiert's aus. Vielen Dank und liebe kommend. Bis bald. Ciao.